Diese Hose ist über 20 Jahre alt, Part 2. Ihr erinnert euch vielleicht an Part 1, die Adidas-Hose von Karstadt aus dem Jahr 2003. Ob die Qualität früher besser war, müsst ihr selber entscheiden. Ich finde auf jeden Fall die Hose mega und ich bin richtig traurig, dass es die nicht mehr zu holen gibt. Ich habe hier jedoch eine zweite Hose, die in dem gleichen Jahr in dem gleichen Laden von meinem Vater gekauft worden ist und er hat sie mir geschenkt. Diese Hose ist nicht von Adidas, sondern von Puma. Diese Hose hat ganz andere krasse Details. Unter anderem kannst du sie mit diesem Knopfdruck an der Seite enger machen. Haben doch eigentlich nur Lederjacken, oder? Die Hose ist wirklich top erhalten. Ich habe trotzdem die Fusseln draufgelassen. Für den Beweis, dass die Hose etwas älter ist. Übrigens hat die Hose auch einen Cargo-Flair. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber die Hose hat einen ganz leichten Stoff. Ich würde sagen, wir stylen sie. Wunderschöne Details, die ihr von der Puma-Hose zu den Rick Owen Doc Martens Schuhe passen. Übrigens, checkt unbedingt das Video auf meinem Profil ab, die Rick Owen Doc Marten Schuhe. Die Hose fällt natürlich auf die Schuhe, ist hier auch breit genug unten am Bein. Ihr könnt sie aber auch noch etwas enger ziehen. Ich glaube, mein Daddy war früher etwas breiter gebaut. Ich werde die Hose etwas enger machen. Ich muss sagen, jetzt passt sie richtig gut. Das Tanktop wechseln wir natürlich und machen einen richtig freshen Look daraus. Dazu ziehe ich meine Pufferjacke von Bodaskins an. Wie findet ihr diesen Look? Und sollen wir Puma mal schreiben, dass sie diese Hose nochmal produzieren? Bin gespannt auf eure Meinung.